Mit dem Relaunch der Crossasia-Webseite bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Crossasia-Nutzerdaten mit denen Ihrer Heimatinstitutionen zu verknüpfen. Die Verknüpfung bietet Ihnen die Möglichkeit, mit nur einem Login sowohl auf die Ressourcen aus Crossasia als auch auf die Ihrer Heimatinstitutionen zugreifen zu können. Bis dahin können Sie sich natürlich weiterhin mit Ihren Crossasia-Daten einloggen. Wählen Sie hierfür aus der Liste der Institutionen nicht Ihre Institution, sondern crossasia.org/VHO aus. Oder geben Sie den Namen CrossAsia direkt in den Suchschlitz ein, klicken OK und geben in dem erscheinenden Fenster Ihre üblichen CrossAsia-Nutzerdaten ein. Wenn Sie Ihren Account verknüpfen wollen, wählen Sie im Anmeldefenster Account verknüpfen aus. Falls Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei Ihrer Heimatinstitution eingeloggt sind, holen Sie dies jetzt nach. Jetzt erkennt die Seite Ihre Identität. Sie müssen nur noch Benutzername und Kennwort von CrossAsia eingeben und auf Absenden klicken. Von nun an können Sie sich nur noch mit den Nutzerdaten Ihrer Heimatinstitution am CrossAsia-Portal anmelden. In Ihrem CrossAsia-Account wird jetzt zusätzlich zu Ablaufdatum etc. auch angezeigt, mit welcher Identität er verknüpft ist. Im Anmeldefenster finden Sie einen Link zu weiteren Informationen zum neuen CrossAsia-Login. Zum Schluss noch ein Hinweis für Nutzer mit einem Ausweis der Staatsbibliothek. Aktuell wählen diese bitte direkt aus der Datenbankliste die gewünschte Datenbank aus und geben dann auf der Seite der elektronischen Ressourcen Ihre Stabi-Nutzerdaten ein. Registrierte CrossAsia-Nutzer landen unter Umständen ebenfalls auf dieser Seite, zum Beispiel nach einem Timeout in einer Datenbank. Diese wählen Login für CrossAsia-Nutzer und geben ihre üblichen Daten ein. Für alle Probleme und Fragen steht Ihnen wie immer das Forum oder unsere Kontaktadresse zur Verfügung.